Hallo Menschen, heute kommt der Book Artist, beziehungsweise nennen wir ihn doch einfach mal Buchkunst-Tag, bei dem ich freundlicherweise von Bienes Bücher getaggt wurde, deren Video ich euch natürlich unten auch verlinke. Sie hat ein paar wunderbare Bücher in ihrem Regal stehen und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Taggen. Die erste Frage ist nicht so das absolute Totschlagding, denn es wird nach dem besten bzw. hübschesten Cover gefragt. Und da habe ich natürlich eine Weile überlegt, es gibt sehr viele, ihr seht auch dann noch ein paar schöne, aber ich glaube, ich habe mich für die Southern Reach Trilogie entschieden, weil die Aufmachung halt immer ähnlich ist, aber nie komplett gleich. Und allgemein ist es auch einfach ein schönes Gesamtergebnis, diese zwei Bücher. Also vor allem das finde ich halt, weil hier steht noch wieder diese bescheuerte Empfehlung drauf, das kann ich immer nicht leiden, aber das ist genau mein Ding, auch so dieses Schwarz-Weiß und es ist so leicht glänzend, aber nicht glitzerig. Das finde ich sehr, sehr hübsch und darum die Southern Reach Trilogie. Als zweites möchten die da oben wissen, welches Buch am schönsten ist, wenn man es dann aufschlägt. Und das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich habe mich für die Maulwurfstadt entschieden, weil da in den Vorsatzpapieren quasi schon ein bisschen die Geschichte erzählt wird. Es macht halt schon einen Teil der Handlung aus, nimmt das ein bisschen weg. Also halt gerade hier so mit den Bauarbeitern auf der Brücke, das finde ich toll. Und auch hinten drauf. Deswegen die Maulwurfstadt. Finde ich schön, schön, wenn man das mitnutzt. Also muss natürlich nicht in jedem Buch sein, würde auch bei jedem Buch keinen Sinn ergeben, aber gerade bei so einem eher Bilderbuch finde ich das sehr, sehr hübsch. Als drittes wird nach dem interessantesten oder aufregendsten Buchrücken gefragt. Auch hier gab es wieder mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich letztlich für diese Sammlung an Märchen entschieden. Ja, aufregendsten, ich weiß nicht, aber es ist einfach hübsch, gerade wenn man so drei im Regal stehen hat, gefällt mir sehr gut. Ich habe noch keines davon gelesen, obwohl ich eigentlich so ein Märchen-Fan schon bin, aber muss durchaus in der Stimmung sein, vielleicht dieses Jahr noch, mal schauen. Dann möchten Sie wissen, welches Buch allgemein die schönsten Farben, also vorne auf dem Cover, auch auf dem Buchrücken und auf der Rückseite hat. Und da habe ich mich für diese Edition hier entschieden, sie ist mal von der Bild-Zeitung herausgegeben worden, was ich nicht so wunderbar finde, aber die Farbe ist toll, die Aufmachung mit diesem Muster hier, was eben dann auch auf dem Buchrücken wiederkommt. Und ganz hinten drauf ist es zwar recht simpel, aber trotzdem hat man wieder die Farbe beibehalten und ja, allgemein das Cover, gerade für Wächter der Nacht, passt, würde ich sagen. Sehr, sehr schön, sehr dem Buch entsprechend, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich muss das noch irgendwie besser organisieren. Naja, in der nächsten Frage wird nach dem Buch mit den schönsten Kapitelanfängen gesucht und dafür habe ich mich für die Karte meiner Träume entschieden. Die hat nicht nur schöne, ich sag mal, Teilanfänge, also für Teil 1 sieht es zum Beispiel so aus, sondern auch das eigentliche Kapitel geht dann immer so mit Zeichnungen los. Sowieso sind ja hier so die gestalterischen Elemente genau mein Ding, also sowohl kleine Porträts am Rande als auch kleine Karten und einfach Notizen und sowas gefällt mir total gut. Dann geht es um das Buch mit einer einzigartigen Schrift. Ich habe jetzt sehr, sehr lange durchgeschaut, ob wirklich eines meiner so normalen Bücher irgendwie eine interessante andere Schrift hat und habe keines gefunden. Deswegen schummle ich jetzt hier so vielleicht leicht, denn ich habe hier diese uralte Ausgabe von Shakespeare, die übrigens auch ein guter Anwärter für allgemein das schönste Cover oder die Gestaltung so allgemein ist und die ist natürlich dann auch noch in alter deutscher Schrift geschrieben. Insofern die einzige Antwort, die ich überhaupt finden konnte. Als siebtes wird nach dem künstlerischsten Cover gesucht. Ich weiß nicht, ob ich hier auch wieder ein bisschen schummle, denn ich habe ein Artbook zu einer Manga-Serie genommen, nämlich das hier von Kaori Yuki. Ja, es ist einfach unglaublich viel. Also es hat hier noch diesen Golddruck, dann ist natürlich auch eine schöne Zeichnung dabei, geht auch noch weiter rum. Ich zeige euch auch nochmal, ich sage jetzt mal das Innencover quasi, denn da ist so ein den Engel hinter einem Käfig oder in einem Käfig und das ist aber, wie ihr seht, ach, toll, habe ich das gemacht, kann man den wieder ein- und aussperren. Also ist eigentlich ganz hübsch. Habe ich früher gelesen, wie verrückt, und ich mag diese Farben, auch so dieses leicht kalte, grüne, blaue, gefällt mir sehr, sehr gut. Als nächstes wird nach dem Buch mit dem hübschesten Buchschnitt gefragt.
Ich habe tatsächlich gar nicht so viele. Die Antwort von Bienes Bücher gefiel mir sehr, sehr gut, denn sie hatte so ein schönes mit einem schwarzen Buchschnitt. Habe ich nicht. Letztlich habe ich mich entschieden für diese Gedichtsammlung von Edgar Allan Poe, die halt golden ist. Und auch so dieses Format und das Gold erinnert mich irgendwie so an kleine Bibeln oder so. Auch das Papier ist so ganz dünn dann dementsprechend. Also mir, ja, gefällt es ganz gut, aber also ich mag es, wenn mit dem Buchschnitt etwas gemacht wird, aber sehe das gar nicht so. Also zum Buch gehören meinetwegen. Also das könnte jetzt golden sein, das könnte aber auch rot sein. Das würde keinen Unterschied für das Buch machen, meiner Meinung nach. Aber es ist sehr hübsch und deswegen meine Antwort. Und in der letzten Frage wird nach einem Buch gesucht, was auch ohne seinen Schutzumschlag schön ist. Und dafür ist meine Antwort relativ klar. Das ist The Slow Regard of Silent Things, was ich vor allem deswegen nehme, weil ich hier tatsächlich den Buchumschlag, also den Schutzumschlag, weggehauen habe, weil ich das viel, viel schöner finde. Ich bin natürlich auch so ein Fan von schlichtem Design und der Umschlag war in Ordnung, aber hat mich halt wirklich nicht umgehauen und deswegen dann das hier. Und am Ende kann ich noch ein paar Menschen taggen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Rotkäppchen, Madame Poe, Mimi Book, Alles Allerlei und Winky Books diese Fragen beantworten möchten, falls sie nicht schon von anderen getaggt wurden. Falls es euch zu viel ist oder so, fühlt euch nicht gedrängt. Ich mag das immer nicht, wenn man sagt, du und du und du sollst den Tag als nächstes machen. Also ich würde mich freuen, wenn diese 5 Mann das auch machen würden. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut!